wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Heute heißt es Käfervorspannung auf der Hinterachse bekommen. Wir haben ihn ja zur Essen Motorshow einmal umgebaut und haben hinten auch auf Luft umgebaut. Das Problem ist gewesen, dass wir so viel Zeitdruck hatten und auch so wenig Ahnung davon, dass wir einfach die Schwerter hinten eingebaut haben und wir haben ein zweigeteiltes Schwert. Also einmal, zeig das nochmal ganz kurz. Wir haben einmal das Schwert, was gar nicht irgendwie, was keine Ritzel hat. Also, aua. Was einfach nur hinten reingehangen wird. Und dann gibt es quasi einmal dieses Konterstück, was einmal innen drin verzahnt ist, was wir vorne auf die Drehstäbe draufstecken können. Jetzt war das vorher, im Vorhinein war das so eingestellt. So hatten wir das Schwert eingestellt. Jetzt ist es so, dass der ab dem Moment, wo wir den abgelegt haben, hatte das Schwert hier keinerlei Vorspannung. Das heißt, der Wagen hat es nicht geschafft, aus eigener Kraft sich hinten hochzuheben, trotz vollem Druck drauf. Weil einfach dieses, die Feder hinten keinerlei Vorspannung hatte. Jetzt haben wir nachgefragt, also es funktioniert so, dass wir Vorspannung dadurch erreichen, indem wir einfach das Konterstück einfach 2 Zähne tiefer setzen. Das ist auch die tiefste Stelle, die wir hinbekommen. Ich habe schon probiert, ob wir noch eins tiefer kommen. Das geht aber nicht, dann sind wir quasi ja vorne an der Justierung dran. Also ist unsere einzige Möglichkeit, die tiefste Stelle zu nehmen. Dann machen auch diese Geräte wieder Sinn, ne? Oder? Meinst du? Die wir einfach rausgenommen haben. Weil die Konterschrauben sind nämlich quasi dafür jetzt da. Die kommen hier unten wieder rein und sorgen quasi dafür, dass wir dann die Möglichkeit haben, wenn wir sehen, der ist hinten, kommt der noch nicht hoch genug oder wir müssen ihn noch ein Stückchen weiter runterdrehen, können wir quasi einfach mit dieser Konterschraube hier unten gegendrücken. Das heißt, diese Schraube, wie ihr sehen könnt, kann ich schon mit der Hand eigentlich super drücken, können wir dann nochmal das Schwert noch ein bisschen nachvorstellen. Also angeblich 10 cm. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung davon. Wir lassen das jetzt auf minimal zur Stelle. Wir lassen das jetzt erstmal komplett runter und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Ab wann die Luftbälge es natürlich schaffen, sich alleine hochzupumpen. Weil ich will schon bei dem Fahrzeug, so tief wie es nur geht, das Ding auch stehen haben. Wir bauen das jetzt mal alles zusammen. Das muss jetzt auf beiden Seiten getan werden. Es ist auch so, dass wir heute bei dem Auto noch einige andere Sachen machen werden. Heißt, wir haben noch ein, zwei Undichtigkeiten, die werden wir noch prüfen. Wir müssen noch mal die Airlift-Steuerung prüfen, weil das ist, wie gesagt, alles vor der Motorshow nur relativ zack, zack, zack. Hauptsache, das Ding liegt auf dem Boden, die Felgen passen drunter. Deswegen, wir werden das jetzt mal testen. Wir haben auch noch wieder nur die Originalfelgen, die wir draufstecken können, um es zu testen, weil die anderen Felgen noch im Umbau sind. Weil wir, wie ich euch schon erzählt habe, gemerkt habe, wir hatten fette Distanzscheiben drauf, heißt, wir können jetzt viel mehr Tiefbett fahren, ballern wir einfach hinten drauf und gut ist. An der Vorderachse müssen wir auch noch was machen, damit wir noch ein Stück tiefer kommen, damit dann die Platte richtig auf dem Boden aufliegt, werden wir zwei Kontermuttern, die müssen nochmal rausgezogen werden oder rausgeschraubt werden und dann sollte das auch gehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, ne? Bis später. So, mein kleiner Käferli. So, andere Seite noch. Und dann haben wir fertig. Ich mache jetzt hier wie bei, wie war das? Sylvester Stallone, over the top. So, komm, andere Seite. Aua. Was? Warum? Entschuldigung, warum ist Ihr Hintern so nass? Ich weiß es nicht. Auch schön, dass wir keine Schlitzschraubenzieher haben, sondern nur Kreuz, Frischprämien. Ich kann sowas gut. Geduld? Ach, bin ich. Du. Guck mal. Ich bin so ein geduldiger Mensch. So, beide Seiten eingestellt und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Ob wir gleich, also wir haben jetzt auch eine Undichtigkeit vorne noch am Schläuchen gefunden, das haben wir jetzt auch beseitigt. Das Thema ist auch geklärt. Eigentlich sollte der jetzt aus der Vorspannung hochkommen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, was ich manchmal bezweifle. So. Ich bin immer ein bisschen aufregend, ne, der Moment. Ja. Ob das jetzt klappt oder ob das nicht klappt. Ich bin immer ein bisschen nervös.
Falls jetzt hinten rechts, da haben wir die ganze Zeit einen Höhenunterschied gehabt, falls das jetzt nicht geklappt hat, können wir auf jeden Fall über die Schraube nochmal nachjustieren. Also das funktioniert auch, ne? So. Wo die Reise so hingeht. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht tatsächlich gut aus. Bisschen rechts, immer noch ein Stück höher, ne? Hinten rechts. Wie viel Zentimeter bist du hinten rechts höher? Das können wir aber justieren. Das ist hinter theoretisch dir. Kein Problem. Hoch. Ja. Können theoretisch noch justieren. 21 zu. Der Boden ist auch ein bisschen schief. Das sollte eigentlich nicht mehr so viel jetzt gerade sein. Nee, gleich. Guck mal, 21 zu 21. Ja? Mhm. Ein bisschen den Boden noch ein bisschen schiefer. Guck mal, siehst du ja hier, ne? Guck mal hier, 21 genau, siehst du? Ja. Also 20, weiß ich nicht, ja, 20,6, 20,7, das ist jetzt gefühlt gerade gar nichts mehr. So. Jetzt habe ich hier, wenn ich hier auf die Mitte gehe, so, ne, bin ich, ja, weiß ich, 21,5, einen halben Zentimeter habe ich jetzt ungefähr. Boden noch ein bisschen schief. Das ist jetzt gerade nicht mehr viel, ne? Ja. Das heißt, wir könnten da theoretisch über die kleine Schraube noch mal ein bisschen nachjustieren. Würde ich jetzt aber nicht machen, weil ich tatsächlich erstmal gucken würde, sobald wir die anderen Felgen haben, wie schlimm das ist. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Hebt er oder hebt er nicht? Weil das ist ja das Wichtigste. Dafür haben wir den ganzen Blödsinn ja gemacht. Um zu gucken, ob der Kamerad auf hoch geht. So, Fahrhöhe. Geil, oder? Voll geil. Das heißt, im Endeffekt fehlte uns nur Vorspannung auf der linken, also auf der Fahrerseite hinten. Fahrerseite hinten links fehlte uns Vorspannung. Ja. Das war das einzige Problem. Geil. Jetzt hebt er schön hoch. Jetzt haben wir ungefähr den auf der gleichen Höhe. Jetzt können wir auch noch mal gucken. Das ist ja theoretisch unsere Fahrhöhe jetzt. Ja, das ist aber eigentlich gleich jetzt. Also der steht jetzt auch nicht mehr wirklich. Nicht mehr wirklich. Fahrhöhe, glaube ich, ist der tatsächlich auf jeden Fall hinten noch ein Stückchen höher an der Seite. Da müssen wir noch mal rangehen. Glaube ich. Was haben wir jetzt an Bar? Ist, obwohl, das was mehr Bar, 6,75. Und hier. Ja, das muss man mal sehen, wenn der wirklich gerade steht. Der Boden ist auch ein bisschen schief an sich. Also mir ist es erstmal wichtig, wenn er abgelassen ist, dass er gleich ist. Wenn der da hinten rechts, weiß ich nicht, einen halben Zentimeter während der Fahrt theoretisch versetzt ist oder der dann, sagen wir mal, ein Stückchen höher hinten rechts, kann ich das auch über die Drücke machen. Das heißt, über die Fahrdrücke bekomme ich das noch ausgependelt. Das sehe ich jetzt bei einem Käfer nicht so als Problem. Bei einem anderen Auto ist das eh nicht das Problem, weil du durch die Achse gar nicht die Probleme hast. Du hast ja Dämpfer, ne? Und Balk, und der regelt das alles. Und hier hast du ja die Vorspannung über die Feder, die da drin ist, ne? Über Zentralfeder. Naja. Haben wir sonst irgendwas? Das war erfolgreich. Das gefällt mir. Das System funktioniert. Wir haben eine Unterschiedlichkeit, die müssen wir noch klären. Vorne am Block haben wir, da müssen wir den Schlauch wahrscheinlich noch einmal gerade schneiden. Dann ist das erledigt. Fahraufnahmen können wir jetzt leider nicht machen, weil es ist Winter. Das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr habt genug Informationen bekommen. Haut rein!